Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Spore. Ja, ich muss dir erstmal zwei Dinge erklären. Das erste, warum ich mich so komisch anhöre, ist, weil ich einen Bonbon im Mund habe. Und ja, das ein bisschen lutscht, denn ich habe seit ein paar Tagen ein bisschen Halsschmerzen. Ja, andere Sache ist, ich habe diese Welt jetzt zum dritten Mal angefangen. Also ich habe es jetzt nochmal neu angefangen. Diesmal auf dem Schwierigkeitsgrad leicht, weil auf normal bin ich absolut einfach nicht mehr weitergekommen. Ich habe mich irgendwo immer festgefahren, wurde dann immer wieder von einer Nation komplett zerrobbt. Und ja, auf leicht habe ich es gerade eben mal probiert. Das ist super einfach, das geht auf jeden Fall. Und deswegen werde ich das jetzt auf leicht probieren. Also wir starten jetzt nochmal komplett die Zivilisationsphase von vorne. So, wir haben hier unser Autochen. Kaufen gerade mal, ja, jetzt kriegen wir das tolle Tutorial nochmal. Kaufen jetzt hier mal 4 Autos. Fahren zum ersten Geysir rüber. Dasselbe werden wir dann mit dem nächsten und nächsten und nächsten machen. Nachdem der erste dann eingenommen ist, fahren wir dann... yep. Fahren wir denn jetzt hier rüber. So, währenddessen schauen wir dann, dass wir dann uns hier bald Häuser und vor allem auch Geschütztürme und sowas errichten können. Das mit dem Erobern am Anfang dauert halt jetzt immer noch am längsten. So, als nächstes werden wir dann den hier nehmen. Man sieht hier auch übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad leicht, wie schnell sie hier irgendwas einnehmen. Seht ihr? Das geht ruckzuck hier. So, jetzt zum nächsten. Genug Geld habe ich jetzt immer noch nicht für weitere Fahrzeuge, von daher. Ja, warten wir halt noch kurz. So, wir könnten schon mal... Achso, die Gebäude muss ich auch nochmal... Oh nein, jetzt habe ich mich verklickt. Die kann ich jetzt noch hinzufügen, die alten, die wir hatten. Hier ein, unser Feuer, oder wie es hieß, der Hefal und auch der Absa. Die habe ich jetzt mal hinzugefügt, da können wir so ein Freudenhaus bauen. Brauchen wir jetzt aber momentan noch nicht. Wir kaufen uns ein weiteres Fahrzeug, fahren mit dem Richtung hier oben. So, hier wird es wohl auch gleich eingenommen. Und sobald die erste Stadt auftaucht, werden wir die angreifen, definitiv. So, dann geht's direkt rüber, hier runter, zu dem nächsten Geysir. Wir müssen direkt Geysire einnehmen, sonst ist es wieder zu spät. So, da können wir auch noch ein Fahrzeug kaufen. Das kommt hier oben noch dazu. So, und so langsam dürften wir dann jetzt genug Geld haben dann, pro Sekunde. Minute, nein, nicht Minute, Sekunde, keine Ahnung. Jedenfalls pro Zeit. So, da bildet sich die erste Stadt. Das pink-lila Dorf, nee, sieht aus wie lila. Werden wir direkt angreifen. Mit all den militärischen Fahrzeugen, die wir haben. Kennen wir keine Gnade. Oh, Moment. Zuerst war der Geysir hier. So, hier drüben errichten wir jetzt währenddessen schon mal Gebäude. Erstmal eine Fabrik, um Einnahmen zu erhöhen. Nee, da gehört nämlich ein Haus hin. Bauen wir mal so. Das sollte jetzt erstmal okay sein. So, direkt jetzt das Pinkdorf hier erobern. Harman heißt das Gebäude oder generell die Stadt. Ja, ich kann jetzt Wasserfahrzeuge bauen. Kann ich das? Kann ich das wirklich? Ah ne, das ist meine Aufgabe. Baue und kaufe Wasserfahrzeuge. Sobald es geht. So, hier bauen wir jetzt erstmal noch ein Haus dazu. Hier könnten wir auch noch eine Fabrik hinbauen. Ne, die bauen wir hier hin, genau. Damit unser Verdienst schön steigt. Denn das ist ja das Wichtige hierbei. So, warten wir noch drauf, dass unsere anderen Fahrzeuge hier noch ankommen.
Jo, gehen wir nochmal hier das Ziel zum Erobern halt. Da unten hat sich noch ein neues Dorf gebildet, das blaue Dorf. Werden wir dann auch bald angreifen. Mehr Fahrzeuge geht im Moment nicht. Das darf dann hier auch mit erobern. Dann haben wir bald schon unsere zweite Stadt. So, Stadtplaner, hier bauen wir jetzt gleich mal noch eine Hütte dazu, um die Einnahmen zu erhöhen. Bauen hier mal noch ein Freudenhaus hin. So. Das reicht jetzt erstmal. Die Einnahmen sind auf jeden Fall jetzt gut hoch. Als nächstes kommen dann Geschütztürme dahin. So, hier dürfen wir die Stadt dann schon bald haben. Ja, das geht jetzt ruckzuck. Da unten ist dann schon die nächste Stadt, die wir angreifen werden. Eine religiöse Stadt. So, ein Fahrzeug ist uns kaputt gegangen. Schicken wir gleich wieder... Oh, schicken wir nirgendwo hin. Denn diese Stadt haben wir schon gleich angenommen. So, ich nehme mal ein neues Bonbon hier, während der kleine Trailer hier läuft. So, die schließen sich uns jetzt mal direkt an. Yay! Eine neue Stadt. Du hast diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Jawohl! So, und das heißt, neue Fahrzeuge. So, und da wird keine Gnade gezeigt. Direkt die nächste Stadt angegriffen. Da unten ist schon wieder ein neues Dorf, das Braundorf. So, ab jetzt kann ich, glaube ich, Wasserfahrzeuge bauen. Müsste ich eigentlich. Genau, die muss man ja auch erstmal dazufügen, damit das funktioniert. Also, bauen wir uns hier ein Boot. Oder können jetzt Boote bauen. Können wir eben nicht, weil wir zu viele Fahrzeuge haben. Egal. Ne, müsste doch eigentlich, im Prinzip müsste das doch gehen. Hm, keine Ahnung. Bauen wir dann halt unsere hier die Stadt noch ein wenig aus. Da bauen wir auch erstmal eine Fabrik hin. Nebendran ein normales Haus. Nebendran noch ein Haus. Das bringt uns hier mal gar nichts. Da. Damit sie wenigstens positiv gestimmt sind. So, doch, da kann ich jetzt neue Fahrzeuge bauen. Also müsste ich jetzt auch hier Boote bauen können. Jawohl. So, haben wir schon mal... Ah, zwei Stück haben wir jetzt auf einmal. Okay. Dann würde ich sagen, übernehmen wir jetzt alles auf dem Wasser, was wir erreichen können. Leider nur ein. Nee, da hinten ist noch einer. Nächster Geysir noch. So, jetzt rüsten wir unsere Hauptstadt hier mal. Da kommen jetzt auf jeden Fall solche Raketen, solche Geschütztürme dahin. Oh, da haben wir noch ein militärisches Fahrzeug. Das hilft jetzt auch mal noch hier angreifen. Bis das kommt, ist eh zu spät. Was machen die denn da? Sie tanzen. Und da haben wir wohl die nächste Stadt eingenommen. Yay! Sieht ein bisschen aus wie ein Grafikbug hier. Du hast diese religiöse Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Möchtest du die Spezialisierung beibehalten? Ja, das möchte ich bitte. Es soll... Nein, es soll... Quatsch, eine militärische Stadt werden. Das soll es auf jeden Fall. So, und auch die kann man direkt ausbauen. Damit auch hier mehr verdient wird. Denn je mehr und je schneller wir verdienen, desto, ja. Desto schneller können wir dann natürlich neue Städte einnehmen und so Sachen bauen und so weiter halt. Ja, da greifen wir jetzt hier drüben mal an. Yeah, und dann machen wir sie jetzt alle ziemlich schnell fertig, würde ich mal behaupten. Hier drüben auf dem Wasserwege. Einnehmen bitte. Bitte einnehmen. Ja, hier wollten wir uns noch weiter drum kümmern, oder? Kann man hier noch, kann man die Fröhlichkeit steigern?
Wenn ich das dahin baue und hier aber das wegnehme und eine Fabrik dafür baue, geht das dann noch auf. Dann sind sie zwar nicht glücklich, aber verdienen viel. Also mehr auf jeden Fall. Machen wir hier nochmal so einen Stadtplaner. So, rüsten wir das hier auch mal mit Raketen. Da unten greifen wir an. Unsere zwei Boote können, nachdem sie jetzt hier den Geysir gleich eingenommen haben, dann den nächsten Geysir einnehmen, der da hinten sein müsste. Schauen wir mal, ob das ein... Ne, der ist doch an Land. Schauen wir mal hier rüber. Da ist dann aber einer. Und da drüben sieht man schon ein Boot. Das Urgel B7Z6. So, dann würde ich sagen, ab dahin. Oder wir nehmen uns den hier. Der ist näher dran. So, die nächste Stadt schon wieder erobert. Das geht ruckzuck hier. Alle ergeben sie sich uns. Tja, und das war, glaube ich, eine wirtschaftliche Stadt. Ja, ich habe eine Wirtschaftsstadt angegriffen. Oh yeah, und ihr wisst, was das jetzt heißt. Yeah. Ich kann Flugzeuge bauen. Da sind sie voll stolz jetzt drauf. Erfolg. Sogar der mächtige Wind gehorcht nun unserer Technologie. Der Lufttrichter und die Wirbelröhre ermöglichen dir den Bau von Fahrzeugen, die kilometerweit über der Planetenoberfläche schweben und manövrieren können. Ja, soll militärisch bleiben, denn ich mache alles auf dem militärischen Wege. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier auch noch ein bisschen was aus. Erstmal, was auch immer das da war, weg. Hier, das hin, das hin, das hin, Freudenhaus hin, passt. Schauen wir mal nochmal zu unserer Hauptstadt rüber. Da könnten wir noch ein paar Kanönchen hinbauen. Kann man da noch was dazu bauen? Ja, doch, da kann man noch was dazu bauen. Warten wir aber noch, bis wir ein bisschen mehr Geld haben. So, ich würde sagen, ja, in dieser Folge schaffen wir das wohl nicht mehr. Deswegen machen wir noch ein bisschen hier so weiter. Gehen hier noch ein bisschen was erobern. Fahren wir mal mit ein paar Fahrzeugen hier rüber. Nehmen uns noch diesen Geysir. Und bauen halt hier noch so ein bisschen aus. So, hier haben wir... zwei Verteidigungstürme. Ja gut, die brauchen wir im Prinzip eigentlich gar nicht. Hier kommt ja gar keiner dazu, uns überhaupt irgendwas anhaben zu wollen. So, hier können wir aber noch was dazu bauen. Und zwar noch eine Fabrik. Dann noch ein Häuschen dazwischen. Da sind die Leute hier wenigstens glücklich. Und verdienen hier auch viel in der Stadt. So, unsere Fahrzeuge sind auf dem Weg. Wir können uns hier noch ein paar Wasserfahrzeuge kaufen. Die können hier halt auch immer ganz nützlich sein. Wo haben wir denn hier noch was? Ach genau, hier. Da, das haben wir schon eingenommen. Dann würde ich sagen, geht's mal zurück. Genau hier hin. Ja, warten wir noch, bis das hier eingenommen wurde, was nicht mehr lange dauert. Ja, da ist es schon passiert, habt ihr gehört? Das ist passiert. Jo, würde sagen, meine Fahrzeuge verlagern wir mal zur Hauptstadt. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sind jetzt mal etwas schneller hier weitergekommen, damit ihr nicht immer dasselbe seht. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, werden wir dann unsere Flugzeuge bauen. Also, schönen Tag euch noch. Bis dann. Tschüss.